die historische Industriekulisse im Landschaftspark Duisburg-Nord oder das Tiger in Turtle auf der Heinrich-Hildebrand-Höhe. Bekannte Landmarken von Duisburg. Weithin sichtbar sind sie wahre Publikumsmagneten. Aber Duisburg hat auch interessante Sehenswürdigkeiten zu bieten, die nicht direkt ins Auge springen. Sehenswürdigkeiten, für die man genauer hinschauen muss. Welche Geschichte sich hinter ihnen verbirgt, wird oft erst auf den zweiten Blick sichtbar. Zum Beispiel in Meiderich. An mehreren Stellen im Stadtteil stehen Skulpturen gefiederter Tiere. Dass die Meidericher Hähne heute die Straße zieren, geht auf eine alte Rivalität zwischen den damaligen Städten Meiderich und Ruhrort im 19. Jahrhundert zurück. Eine Geschichte, die sogar manchen Duisburger überraschen wird. Gegensätzliche Skulpturen sind hingegen auf dem Kaiserberg in Düssern zu finden. Während die Siegfriedstatue mit ihrer Pose den heroischen Kampf verherrlicht, zeigt sich gegenüber ein ganz anderes Bild. Die Skulptur des sitzenden Jünglings von Wilhelm Lehmbruck erinnert an das Leid des Krieges. Für die sportliche Auseinandersetzung steht der Stahlbogen im Sportpark in Neudorf. Während der 15. Sommeruniversiade 1989 in Duisburg brannte aus jeder der Zacken eine Flamme. Aber auch abseits des Bogens gibt es im ganzen Park weitere Skulpturen zu bestaunen. Der Sportpark ist also auch ein Skulpturenpark. Sehenswürdigkeiten wie diese können schon mal untergehen im alltäglichen Leben. Aber auch hinter ihnen stecken interessante Geschichten. Ein zweiter Blick dürfte sich also durchaus lohnen. Duisburg hat also mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick meinen mag. Und jemand, der das ganz besonders gut weiß, ist Ralf Koss. Er ist Autor des Buches Duisburg auf den zweiten Blick und stellt darin echte Geheimtipps vor, was Sehenswürdigkeiten angeht. Aufgrund von Krankheit ist er uns heute zugeschaltet. Wir freuen uns trotzdem, dass er da ist. Herzlich willkommen, Herr Koss. Ja, vielen Dank für die Einladung, also die wir jetzt auf diese doch altbekannte Corona-Weise machen müssen. Da hatten wir ja vor einem Jahr schon mal das Vergnügen. Das stimmt. Okay. Herr Koss, warum ist denn Duisburg einen zweiten Blick wert? Ja, grundsätzlich ist das eine Frage vom Verlag gewesen. Ich habe ja für den Verlag schon auch mit der Kollegin Tina Halberschmidt mehrere Bücher gemacht. Da schreibe ich ja immer als Martin Wedau. Und da gibt es eine Reihe und da bin ich dann gefragt worden. Und die Tina Halberschmidt hat leider keine Zeit gehabt, also habe ich das alleine gemacht. Und ja, warum ist Duisburg einen zweiten Blick wert? Im Grunde genommen geht es mir da so, dass es jede Stadt ist in irgendeiner Weise einen zweiten Blick wert. Nicht? Es gibt immer Dinge, die im Vordergrund liegen. Und dann gibt es aber Dinge, an denen läuft derjenige, der in dieser Stadt lebt, immer wieder dran vorbei. Der Blick ist gewöhnt und man sieht ihn nicht. Und da ist einmal ein zweiter Blick nötig und der kann dann das Altbekannte hervorheben. Aber es gibt eben auch Dinge, die quasi erst durch einen besonderen Zusammenhang sich ergeben. Und da ist dann auch ein zweiter Blick, der im Nachhinein dann etwas zusammenfügt, was ich dann habe recherchiert, nötig oder möglich. Sie haben jetzt schon angesprochen, der gewöhnte Blick, der übersieht manchmal so diese Details in der Stadt. An wen richtet sich denn das Buch? An Touristen oder auch an alteingesessene Duisburgerinnen und Duisburger? Ja, sowohl als auch. Also wenn ich mich mit Duisburg beschäftige, gibt es da immer den Ausgang, ein grundsätzliches Denken über Duisburg, bei dem ich dann der Stadt zu einem größeren Zusammenhang verhelfen möchte mit den Büchern, in denen sie sich selber stellt. Also ich sehe häufig, dass wenn die Duisburger über die Besonderheiten ihrer Stadt erzählen, sie das so als einzelne Dinge nehmen, die worauf sie stolz sind. Und ich habe versucht mit dem Buch, dass die Dinge, die ich da gesehen habe, auch in einen größeren Zusammenhang zu stellen, damit sich aus diesem größeren Zusammenhang, nämlich den Anschluss an die deutsche Geschichte oder den Anschluss an eine Regionalgeschichte hier im Ruhrgebiet, so ein selbstverständliches Selbstbewusstsein ergeben kann. Denn so eine umfangreiche Geschichte, die fundiert doch die Gegenwart auf eine besondere Weise. Das war also mein Anliegen mit diesem Buch, aber auch mit den anderen im Grunde genommen. Mhm. Wir haben auch gerade im Beitrag schon gesehen, in Meiderich haben es die Hähne ins Buch geschafft. Was hat Sie an diesen Hähnen so fasziniert? Ja, die Meidericher Hähne, das ist, ich muss andersrum anfangen.
Es gibt ja in unserer Gegenwart, gibt es ja immer wieder von Randgruppen den Versuch, abwertende Begriffe für sich zu okkupieren und dann in etwas Positives zu wenden. Und für die Mayricher habe ich das auch gefunden, eben mit den Hähnen. Das war eigentlich im Ende des 19. Jahrhunderts, war das in der Konkurrenz zur Ruhrort, war das von den Ruhrtern ein eher abwertend genommener Begriff, der die Mayricher bezeichnete. Die Mayricher haben dann in dieser Rivalität dieser kleinen Städte, das waren ja damals selbstständige Städte, das umgekehrt auch mit den Ruhrtern gemacht. Und das hat sich dann aber eben im Laufe der Zeit als Ruhrort tatsächlich die Bürgermeisterei Ruhrort plötzlich für Mayrich verantwortlich war, hat sich das gewendet. Und da haben die Mayricher dann tatsächlich selbstbewusst dieses zunächst abwertend gemeinte Wort Hähne aufgegriffen. Das hat mich doch sehr fasziniert, weil das eben immer wieder passiert und damit dann auch einen Anschluss an die Gegenwart erhält. Und diese Hähne, die sind im Stadtbild, also im Viertelsbild, Stadtteilbild, eben überall vorhanden. Nicht nur mit den Skulpturen, die dort aufgestellt wurden, nicht? Sondern die gibt es immer wieder auch an Hauswänden oder auf Fensterbänken sind die zu sehen. Also die Mayricher, die fühlen sich eben sehr identifiziert mit diesem Symbol. Ja. Wenn Sie sich jetzt so durch die Stadt bewegen, wie bewegen Sie sich durch die Stadt? Halten Sie immer Ausschau nach eben solchen Dingen wie den Hähnen zum Beispiel, die Sie dann in ein Buch wie dieses, was Sie jetzt geschrieben haben, einfließen lassen können? Ja, grundsätzlich gehe ich tatsächlich, auch unabhängig von diesem Buch, gehe ich immer wieder durch die Stadt mit einem Blick auf das, was ein bisschen abseitig, was mir auffällt einfach und was ich dann für mich notiere geistig, mache mir Notizen. Ich hatte also schon für dieses Buch tatsächlich ein kleines Reservoir von möglichen Orten, die ich da benutzen konnte. Also das ist das eine, dass ich selber so durch die Stadt gehe. Aber als ich dann angefangen habe zu recherchieren, habe ich dann auch gedacht, auch das eine Bindung an die heutige Zeit, wie sehen andere Duisburger, ich bin nur ein einzelner Autor, wie sehen andere Duisburger, wie benutzen die, wie würden die diesen Begriff zweiter Blick benutzen? Und dann habe ich tatsächlich rumgefragt, natürlich im Freundeskreis. Ich habe aber auch, ich schreibe ja als Kees Jahres einen Fußballblog. Ich habe also quasi die Fußballleute innerhalb des MSV-Portals, die mich dort kennen, habe ich gefragt, was die für die der zweite Blick ist. Und so ergab sich aus einem Dialog und aus dem, was ich selber schon im Kopf hatte, die Themenauswahl für dieses Buch. Also auch die anderen Duisburgerinnen und Duisburger sind sich darin einig, dass Duisburg einen zweiten Blick wert ist. Herr Koss, ich danke Ihnen auf jeden Fall vielmals für dieses interessante Gespräch heute. Ja, ich danke Ihnen nochmals für die Einladung und ich sage dann auch bis zum nächsten Mal. Es wird weitere Bücher über Duisburg geben.